die Soforthilfen, ja? Ich habe heute auch wieder eine E-Mail bekommen, Soforthilfen. Die waren nur da, um deine laufenden Kosten zu decken. Ein Solo-Selbstständiger, der hat eigentlich in der Regel, außer seinen Steuerberater und vielleicht seinen Firmenwagen, keine laufenden Kosten. Willkommen zu einer neuen Folge Rockpalast Back Home aus meinem Zuhause. Und heute spreche ich mal nicht mit einem Musiker oder Veranstalter, sondern einem Bus oder von mir aus auch Reiseunternehmer, aber in Sachen Musik. Es geht um Chris Hane, den Mitinhaber der Firma Coach Service in Reichshof-Wenrath. Die Firma, die gibt es seit 92 und seitdem fahren die nationale und internationale Bands durch die Gegend mit ihren Tourbussen. Chris, mach mal ein bisschen Name-Dropping. Wen habt ihr schon alles gefahren in euren Bussen? Also bei uns, das hat angefangen mit Rio Reiser bei mir 1986 und dann, wir haben international gemacht, Janet Jackson, Tina Turner, Rolling Stones, AC/DC, Rihanna, Madonna, Deutschland, Grönemeyer, Westernhagen, Tote Hosen, Die Ärzte. Also es ist einfacher zu sagen, wer nicht in den Bussen gesessen ist, als wer nicht in den Bussen gesessen hat. Das hat relativ klein angefangen, also so mit einem Bus und sich dann nach und nach aufgebaut, oder wie muss man sich das vorstellen? Ich habe ganz normal als angestellter Busfahrer angefangen. Ich war damals arbeitslos, dann wurde ich gefragt, ob ich Rio Reiser machen möchte. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und dann habe ich mich 1991 im Thailand-Urlaub bei einer Zigarette, dann habe ich mit jemandem überlegt, so eine Busfirma zu gründen. Und dann haben wir 92 Coach Service gegründet. Weißt du noch den ersten Klienten, den ihr hattet? Uwe Ochsenknecht. Uwe Ochsenknecht mit einer Band damals? Ja, Kurt Kress am Schlagzeug. Der hat da Musik gemacht. Das war auch, glaube ich, seine einzigste Tour. Ich erinnere mich ganz dunkel, ganz dunkel. Gibt es eigentlich so Leute, also so Rock'n'Roll-Klischees, wo Leute echt die Busse mal verwüstet haben oder sowas? Oder ist das alles Legende? Also es gibt zwei lustige Geschichten. Einmal, das kann man ja erzählen, bei den Hosen war das mal so, dass es verpönt war, den Bus sauber zu machen während der Tour. Ja? Da wurde dann halt gefeiert in dem Bus und immer wenn der Bus irgendwo angehalten ist, kam erstmal der ganze Müll aus dem Bus raus. Was aber nicht schlimm war, weil die Band hinterher die Reinigung des Busses dann auch übernommen hat. Das war für die einfach so ein Rock'n'Roll-Feeling. Und dann gab es mal einen amerikanischen Art-Promi, die haben mal einen Foodfight gemacht im Bus. Und der Busfahrer rechts angehalten und hat gesagt, oh, ihr könnt jetzt aussteigen oder den Bus sauber machen. Und dann war der A-Promi auf allen Vieren durch den Bus gekrochen und hat erstmal die Essensreste aufgesammelt. Wie viele Busse habt ihr inzwischen, Chris? 85. Und die sind normalerweise, also wenn gerade kein Corona ist, dann sind die eigentlich alle parallel unterwegs, oder? Ja, also die Busse sind in der Regel zwischen 250 und 280 Tage auf Tour im Jahr. Wie viele Mitarbeiter, also sind das, die dann die Busse fahren die ganze Zeit, also auch dann, also sag mal insgesamt? Also mit den ganzen freien Mitarbeitern haben wir ungefähr 150 Mitarbeiter. Und die sind jetzt im Moment alle auf Kurzarbeit oder wie muss man sich das vorstellen? Bis auf die Werkstatt, weil wir gerade 12 neue Busse gekauft haben, die gerade die Busse neu ausbauen, sind alle auf Kurzarbeit, ja. Es ist ja einleuchtend, dass euch die Lage im Moment ganz besonders betrifft, aber verschaff uns Laien doch mal so einen kleinen Einblick, wie sich das gerade alles auf euch auswirkt. Also, wie sich das auswirkt, bei uns steht alles still, nichts bewegt sich. Die Busse werden jeden Tag weniger wert. Der Gebrauchtwagenmarkt ist zusammengebrochen. Wir haben seit dem 15. März, steht alles zu 100% und es gibt null Einnahmen. Es gibt nur Kosten. Also Corona wird uns um die 10 Millionen kosten. Wahnsinn. Und ihr könnt ja im Gegensatz zu den Künstlern jetzt keine Konzerte streamen oder irgendwas Alternatives anbieten, was euch über Wasser hielte, oder? Nein, wir können nichts machen. Also ne, auch, es gibt ja keine Reisebusse, die können wir ja keinen Reisebus aus dem Bus machen. Die sind ja speziell umgebaut und wir können eigentlich nichts machen. Wir sind komplett an den Live-Sektor gekoppelt und haben gar keine Möglichkeit, Alternativen zu entwickeln. Geht einfach nicht. Wir sind wirklich in den Arsch gekniffen sozusagen. Wie lange kann man diesen Zustand durchhalten? Also wir haben relativ Glück, da wir sehr konservativ über die Jahre gewirtschaftet haben. 24 Monate können wir ohne fremde Hilfe das durchstehen und ist eine lange Zeit, aber es kostet halt Geld und es sind die 10 Millionen, die am Ende, bis wir wieder auf den Stand von vor dem 15. März sind, werden es 10 Millionen sein.
Man erörtert ja im Moment auch, in welchem Rahmen Konzerte wann und wie wieder stattfinden können. Gibt es denn auf eurer Seite auch irgendwie jemand, der, sag ich mal, sich Gedanken macht über so eine Art, naja, Hygienekonzept für zukünftige Touren in euren Bussen, oder ist das überhaupt kein Thema? Wir haben ja schon zwei kleine Sachen gemacht. Autokino, da gibt es ein Hygienekonzept, Maskenpflicht im Bus und eine Abstandsregel im Bus versuchen einzuhalten, und es gibt genug halt Desinfektionsmittel im Bus. Ne? Beim Fahrer darf keiner sitzen, der Fahrer ist abgeschirmt, ne? Der hat eine Trennwand, dass keiner zum Fahrer kommt. Also das Hygienekonzept steht schon. Aber zurzeit finden halt auch keine Touren statt. Und von den Fahrern, also ich meine, da ist es so, ich meine, das ist ja auch kein Großverdienerjob, nehme ich jetzt mal an. Ne? Wie gehen die damit um? Was machen die? Also ja, zurzeit leben sie von ihrem Ersparnis. Ja? So ein Fahrer verdient im Schnitt 3.000 Euro netto. Jetzt hat er vielleicht 1.000 Euro netto. Einige haben sich schon einen Job gesucht, die fahren LKW oder fahren woanders Bus. Aber die Jobs als Fahrer selber sind halt rar gesät, weil ja die ganze Branche brach liegt. Es fährt ja kein Reisebus, es fährt kein Flixbus. Ja? Die LKWs fahren ja auch nicht mehr in dieser Intensität, wie wir sie vorher hatten. Es ist ja alles runtergefahren. Nun gab es ja die Night of Lights, wo Veranstalter und ihr auch auf eure Situation aufmerksam gemacht haben oder aufmerksam machen wollten. Hat sich da irgendwas durch bewegt oder ist das schon wieder verpufft sozusagen? Oder ist irgendwas auf dem Weg, was du erkennen kannst, was weiterhelfen könnte? Naja, es ist wieder verpufft, ja. Also zurzeit werden ja Veranstaltungen stattgefunden. In der Köln Arena sind Veranstaltungen für 999 Personen, die gar nicht mal kostendeckend sind, ja, in diesen Boxen. Tanzpalast hat jetzt gerade was gemacht und ich finde das den absolut falschen Weg, weil es der Politik zeigt, oh, da geht doch was mit den Veranstaltern und mit den Veranstaltungen, da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern, die sind so kreativ, die kommen schon alleine wieder auf die Beine. Das ist ja dem so nicht, das sind ja nur Sachen, um irgendwas zu machen, die aber nicht mal kostendeckend sind. In der Köln Arena, allein die Köln Arena kostet am Tag so viel, wie vielleicht 1.000 Leute da an Tickets bezahlen. Und dann müssen auch der Künstler, der Techniker, Licht und alles bezahlt werden. Also ist eher kontraproduktiv, was da gerade veranstaltet wird. Gibt es denn seitens der Politik irgendwelche Dinge, die dir weiterhelfen aktuell und von denen du mitbekommst, oder vielleicht Sachen, die auf den Weg gebracht werden? Weißt du da irgendwas Genaueres? Es gibt Hilfen, die gibt es. Die werden mit 3% verzinst. Du musst mit deinem privaten Eigentum haften und du musst vorher gesund gewesen sein. Im Januar haben wir ein Angebot von der Bank gehabt für 0,6%. Jetzt müssen wir 3% bezahlen. Ja? Und die Bundesregierung leiht sich das Geld bei der EZB für minus 0,025%. Also die verdienen eigentlich noch an der Krise mit uns. Die Soforthilfen. Ja? Ich habe heute auch wieder ein E-Mail bekommen, Soforthilfen. Die waren nur da, um deine laufenden Kosten zu decken. Ein Solo-Selbstständiger, der hat eigentlich in der Regel außer seinen Steuerberater und vielleicht seinen Firmenwagen keine laufenden Kosten. Der kann ja nicht mal seine private Miete absetzen, weil es keine laufenden Kosten sind. Das ist halt die Augenwischerei. Und dieses Geld wird dann wieder zurückgefordert und unter Strafe gesetzt. Ich glaube, da war so von den 9.000 irgendwie ein gewisser kleiner Anteil, der dann für Lebenshaltungskosten im Endeffekt nutzbar war, aber der war sehr klein, und die eigentlichen, wie du schon sagst, Betriebskosten, die haben ja viele Solo-Selbstständige gar nicht, und klar. In anderen Ländern, Österreich, sollen Veranstaltungen zum Beispiel ab 1. September bis 5.000 Leute wieder zugelassen werden. Also davon sind wir total weit entfernt in Deutschland. Wenn du den Lauterbach siehst, ja, der würde am liebsten ganz Deutschland einsperren, ja, weil er will den Virus halt vernichten, aber es funktioniert nicht. Wir müssen halt lernen, mit dem Virus umzugehen. Ja, das Leben bedeutet Risiko. Ja, es ist also gefährlicher statistisch, im Auto zu verunfallen heute, als an Corona zu erkranken oder erst recht an Corona zu versterben. Und trotzdem fahren wir jeden Tag Auto. Das muss man einfach mal überlegen. Und es ist ja auch jedem selber überlassen, ob er zu einem Konzert gehen möchte oder nicht. Aber jetzt kennen wir das Virus ein bisschen besser und wir müssen halt auch lernen, mit der neuen Normalität umzugehen und auch das Risiko einzugehen. Chris, ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen, dass ihr diese 24 Monate nicht komplett aushalten müsst, sondern es vorher wieder Möglichkeiten gibt, für euch mit den Bussen unterwegs zu sein. Ja, danke dir. Ist lieb von dir. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder irgendwo in irgendeinem Bus von uns. Das will ich schwer hoffen. Danke dir, Chris. Danke dir, Ingo. Das war Rockpalast Back Home. Wir machen jetzt eine kleine Pause in den Sommerferien und sind dann Ende August wieder da mit weiteren Folgen. Genießt die Ferien, soweit es geht. Bis bald und tschüss.